So, okay, da bin ich wieder. Also, ich habe es jetzt herausgefunden, wie zum Beispiel das ist. Und zwar, was? Hä? Nein. Delete Blocks oder Objects. Muss ich mal gucken. Ja. Was ist jetzt hier gerade? Ich bin verwirrt. Ist ja doch ein Server. Nice. Okay. Ja. Und zwar war es da. Nee, nicht die Blocks. Also war es doch irgendwo. Ach, Clear Object. Okay. Clear Object. Und zwar gibt es davon zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal Full. Da löscht er gleich alle Objekte mit einmal in der Welt. Das Problem ist aber, wenn das Spiel an sich so lange pausiert und wenn die Welt sehr groß ist, dauert es sehr lange. Weil deswegen gibt es praktisch dieses On the Fly. Und das ist das hier. Ja. Und da macht das praktisch jetzt im Hintergrund. Dementsprechend kann ich währenddessen ganz normal weiterspielen. So, okay. Wir wollten einen Tunnel weiterbauen. Und zwar. Mal gucken, wo wir überhaupt waren. Wir waren hier hinten, ne? Und was fährt da geradeaus? Wobei, wir könnten auch mal ein bisschen abbiegen, bis uns ein bisschen verzweigen. Deswegen wollte ich jetzt einfach mal nach links. Macht das Sinn? Na, keine Ahnung. Wenn ich sage, es macht Sinn, dann macht das auch Sinn. Mit dem Dschungel hat er jetzt soweit nicht funktioniert, da muss man ein bisschen weiter gucken, denn irgendwann mal später. Müssen wir mal in die andere Richtung dann schwimmen. Hat er erstmal in die eine Richtung nicht funktioniert, da kamen wir ans Eis. In ein Eisbiom, Schneebiom, auf jeden Fall ein Ufer, wo es kalt ist. Kohle, oh Kohle. Habe ich schon mal gesagt, dass das Übersichtsbuddeln ungesund ist, voller Lava sein könnte? Habe ich bestimmt doch nie gesagt. Nein, das wüsste ich. So, dann hängen wir mal die Fackel hier ab. Dann macht es mehr Sinn. Sonst haben wir zu viele Fackeln, wenn ich hier alle 3 Meter eine Fackel aufstelle. Ich meine, gut, wäre sicherer in Bezug auf Enemies. Da hier kommt aber irgendwie auch nichts. Irgendwie ist hier echt tote Hose. Muss ich jetzt nochmal in eine andere Richtung buddeln? Also zu meiner Zeit, da gab es hier viel mehr Höhlen. Oh, I'm out of Scheiße. Also, ja. Du bist noch da. Du kommst ab. Dann kommst du noch da. Oh, ist ja einigermaßen gleich ausgeleuchtet. Mach mal nach da. Oh, sieht besser aus. Also, achso, die sind ja ganz oben. Gar nicht in der Mitte. Ach. Halt ja nicht weg. Achso, ja, sieh eben, ich habe Holz dabei. Dann mache ich mir einfach hier so einen kleinen. Mache ich am besten gleich. Mache ich das hier. Danke. So, erstmal ein bisschen was bauen. Thank you.
Ja, für die, die sich jetzt fragen, das habe ich früher immer gerne gemacht. Und zwar nehme ich jetzt, ja, wo eigentlich? Hier unten die Werkbank. Jetzt brauche ich noch einen Ofen. Da. So, der Ofen kommt danach da. Dann nehmen. Ja, fuck, reicht nicht. Brauche noch zwei Bretter. Kommen dann nämlich noch zwei Kisten. Also das wird dann natürlich eine große Kiste. Warum ist die draußen schon dunkel? Klar auf dein Leben. Geht doch. Nein. Was ist hier los? Da denkt er schon wieder. Das ist ja. Kann der nicht mit angehen. So. Gut. Ach, geht doch erstmal schlafen. Hätte ich jetzt schlafen gehen oder was? Geht doch. Was war denn vorhin los? You can sleep, the bed is too far away, you can sleep. Oh, Monster an hier. Wie? Hä, war die über mir oder was? Ich dachte, die waren da nur am Strand. Irgendwo. Immer diese Monster. Kein Respekt mehr. Nee, nee. Das geht so nicht. So. Bam, bam. Und dann ist das nämlich jetzt hier meine kleine Station für hier unten. Kann ich unten bauen, wie ich möchte. Wie so ein kleiner Weltmeister. Und bin damit von da oben erstmal unabhängig. So. Und kann hier zum Beispiel Gedöns lagern. Sachen, die ich jetzt hier unten nicht brauche. So. Spitzhacke haben wir. Dann wieder auf ins Gefecht, würde ich mal sagen. Ah, ja, siehst du, die Fackel wollte ich ja noch eins hochsetzen. Bap, bap. Bap, bap. Ich glaube, ich buddel erstmal hier eine Folge Maximum und dann machen wir es immer lieber auf dem Weg nach was Spannendem, ein bisschen die Umgebung erkunden hier. Weil beim Tunnel hier scheint es wirklich gar nicht zu kommen. Also, keine Ahnung, ob das jetzt an der neuen Mine-Test-Version liegt oder an der neuen Mine-Klon-Version liegt. Oder an der Verbindung aus den beiden. Auf jeden Fall ist das hier irgendwie gerade ziemlich mau. Früher, da war es wesentlich interessanter. Oder ich bin gerade einfach in einem Gebiet, wo es einfach absolut uninteressant ist. Ist ja alles möglich. Oh, ah! Kommt ihr doch noch im Tunnel? Endlich mal! Dachte ich schon, das wird hier gar nicht mehr. Wow. Wow. So eine Art von Tunnel. Na danke. Nur nicht hier reinfallen und so. Das wäre nicht gesund. Denke ich mir jetzt einfach mal so. Gucken wir uns nach da. Du kommst dann, dann weg. Weil wir das ein bisschen doch zu weit auseinander. Jetzt glaube ich mal doch so hier. Habe ich hier gerade. Ha. Genie.
Streich. Komm. Hm. Ich buddel mich mal hier vorsichtig runter. Aha, und dann ist also auch tote Hose. Oh Gott, so eine Art von Tunnel. Ein bisschen Kohle schadet nie. Da komme ich nicht ran. Ne, da komme ich nicht ran. Dazu bin ich nicht lebensmüde genug. Reicht auch erstmal nur ein bisschen hier ausleuchten, damit du überhaupt weißt, woran ich überhaupt bin. Oha. Genau das habe ich erwartet. Wollte mich gerade sagen, das sind immer die Höhlen, die so freundlich aussehen und dann auf einmal kommt in der Ecke so ein Viech. Boah, was denn? Alter, ich bin beschädigt. Fass mich nicht an. Auf mich gibt es keine Garantie mehr. Was denn jetzt schon wieder? Alter, Leute. Ruft mal euren Arzt an. Oh, ich habe gerade... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade schon, ich habe mir hier für den Weg abgegraben. Was? Lol. Ist das süß. Hier gibt es sogar fucking Fledermäuse. Interessant. Pilze gibt's ja auch. Oh. Meine Fresse. Wie gewaltverherrlich. Was? Hier gibt's Eisen. Oh, Eisen hurt me badly. Also relativ viel Eisen. Aber meine Spitzhacke ist schon fast tot. Habe ich gerade was gesagt, dass meine Spitzhacke ist tot oder so? Zwei Eisen haben wir. Na gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück, ja? Ich habe gerade gar nicht auf die Uhr geachtet. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange wir überhaupt schon spielen. Wahrscheinlich sind wir schon wieder viel zu lange. Ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal. Ich meine, ich habe ja keine Beschränkungen mehr bei YouTube. Von daher fällt eigentlich auch nicht, wie ich möchte. Siehe Doom-Folgen. Die gehen jetzt teilweise auch eine Stunde und länger. Da. Wir brauchen da Stöcker und Stein. Dann werden wir alle glücklich sein. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leck mich am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Dankeschön. Und der Rest kommt in die Kiste. Du kommst, du kommst, du kommst, du sowieso, du sowieso, du sowieso, du auch. Und du hast recht. Wobei, ich werde nämlich gleich mal mit. Ich will mir jetzt nicht alles hier mit Fackeln voll, aber ich glaube mal zweimal mache ich.
Das dürfte wahrscheinlich Sinn machen. Da habe ich erstmal wieder 20 Fackeln, sollte das mal reichen. Kann ich auch unterwegs abbauen, wenn ich wirklich noch mehr brauchen sollte. So, du kommst weg. Ich mache hier mal ein bisschen ordentlicher. Das ist ja hier. Oh, das war nicht nett. So. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen Eisen. So, das Eisen war da hinten. Wow. Gleich mehrfach Eisen. Respekt. Ich muss schon sagen, gegen Eisen bin ich echt nicht abgeneigt. Ich habe jetzt, aber ich hab doch hier gerade zum Zischen gehört. Da kommt noch ein bisschen Eisen. Ein bisschen Eisen. Du Hurensohn. Ach du Kacke. Ich meine, dass das da Lava ist, das weiß ich, aber das geht ja auch noch so scheiß steil nach unten, das ist auch noch schon wieder Lava. Wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Komme ich doch nie wieder raus. Das sollte man noch schnell eine Lebensversicherung. Oh Gott, da komme ich ja wirklich nicht mehr hoch. Oh mein Gott. Ich brauche ganz schnell diese Lebensversicherung. Nein, nein, nein. Alter. Ronny, was machst du hier? Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich gehe erstmal hier hoch. Beleuchte mal ein bisschen. Alter, ist. Oh, Alter. Diese Springphysik hier, die ist teilweise echt. Ich will raufspringen. Leck mich am Arsch. Da geht's ja noch her. Na, hau ich hier mal ein bisschen was weg. Meine Handkante. Mit meiner Chucky Shen geprüften Handkantenverkloppung. Oh, das war nicht intelligent. Hm? Sind irgendwelche Viecher noch? Hm? Ich warte nur drauf, dass mir wieder hier einer. So wie gerade eben. Ich will darüber sprechen und dann zack, bumm. Nein. Gut, muss ich gleich wiederholen. Okay, muss reichen. Ich geh jetzt mal nach Hause. Reicht erstmal an Edelmetallen. Wobei Edelmetall doch ein bisschen was anderes ist. Ja, ne, mal gucken, wenn ich hier erstmal auf den Diamanten-Layer komme. Also, Ebene. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das habe ich im Gefühl. Gut, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Eisen, ein bisschen haben wir ja gefunden. Dann mache ich erstmal wieder ein bisschen Pause. Also, jetzt vom Minenkram. Und dann, ja. Suchen wir mal lieber. Ich will endlich Kakao haben. Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit nur noch an Kakao. Da können wir so schöne Kekse backen. Es ist schon wieder dunkel. Jedes Mal, wenn ich hier rauskomme, ist es dunkel. Das gibt's gar nicht. So. Will ich mal sorgen. Ciao mit V. Ich habe immer die Umschalttaste aktiv und ein großes Q nimmt das Programm nicht an. Muss ich immer erstmal die Umschalttaste deaktivieren. So, jetzt, schau mit V.